Und stellten fest, dass wir alle irgendwann einmal in Hannover waren. Ich zu meiner Person, Christian Wertmann, bin Professor für Landschaftsarchitektur und Entwerfen in Hannover und habe jetzt diese Ehre, dieses Panel zu moderieren. Und was ich jetzt toll finde, als Moderator darf ich auch noch eine kleine Präsentation machen. Ich werde mich da natürlich ein bisschen kürzer halten als die anderen die präsentieren. Möchte dann die Sandra Lenzholzer vorstellen, auch Landschaftsarchitektin und Professor in Wacheningen und ist ein Spezialist in, kann man so nennen, Klimadesign und wird dazu auch ein bisschen was erklären. Und dann haben wir den Felix Remter, der Umweltanthropologe ist und zurzeit in München lehrt und aber, wie ich schon gesagt hatte, schon mal in Hannover Landschaftsarchitektur studiert hatte. Sie haben also dann letztendlich schon eine Gruppe von Landschaftsarchitekten da vorne stehen. Nur bei Herrn Remter ist das Tolle, er ist jetzt einer dieser Crossovers, die der Ferdinand Ludwig vorher erwähnt hatte, der eben dann noch in die andere Richtung gegangen ist, in die Anthropologie und Ethnographie und wird dann über Partizipation von nichtmenschlichen Stadtakteuren reden. Und dann werden wir das relativ schnell fürs Publikum öffnen. Ich selbst forsche seit etwa 10 Jahren in Lateinamerika und nehme Sie da jetzt kurz mal ganz kurz mit, um so auch ein paar Fragen aufzuwerfen, die dann über den europäischen Raum hinausgehen. Und bevor ich das mache, möchte ich noch kurz zu der Gesamtdiskussion etwas hinzufügen über diese Narrative des Anthropozäns, die man in natürlich jetzt vielen Büchern findet. Und da gibt es einen Robert Nixon, das ist ein Literat, der sagt, aus dieser Narrative fehlt etwas. Und zwar, wir reden sehr viel darüber, natürlich über diese Hockeykurven, die im Anthropozän der Beleg dafür sind, dass wir die Welt verändern, ob das jetzt CO2-Ausstoß ist oder Artensterben oder Düngemittelanstieg. Wir müssen das unbedingt verbinden mit einer anderen Bewegung, die auf dem Planeten ist, und das ist die große Ungleichheitsbewegung, die Ökonomen feststellen. Piketty ist ja das Kapital im 21. Jahrhundert geschrieben. Ganz klar, seit 40 Jahren extreme Ungleichheiten auf diesem Planeten. Und wir wissen alle, dass die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen des Klimawandels, die ärmsten Schichten am härtesten treffen. Also letzter Bericht war, 90% aller Todesfälle, die durch Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen ausgelöst wurden, sind in einkommensschwachen Gebieten. Also da haben wir die direkte Verbindung. Er sagt also, the global environmental crisis and the inequality crisis are joined at the hip. Und meiner Meinung nach muss man diese Situation im Zusammenhang sehen. Man kann nicht nur über Natur und Kulturen reden, wenn man diese, also diese letzte Oxfam-Hochrechnung, dass 8 Menschen auf der Welt so viel besitzen wie die ärmere Hälfte des Planeten, 3,6 Milliarden. Also das hat es noch nie auf diesem Planeten in dem Ausmaß gegeben. Gut, ich sollte ein bisschen über diese städtebaulichen Entwicklungen in Lateinamerika, aber auch weltweit reden und ihre Dynamiken. Es geht ja um Partizipation und die größte Partizipation ist eigentlich, wenn man seine Stadt selbst baut. Und das passiert im großen Maße auf dieser Welt. Es ist eigentlich die dominante Urbanisierungsform. Und natürlich hat man im Kopf, dass das da vielleicht so aussieht. Das ist jetzt in Kolumbien. Diese Häuser sind jetzt noch nicht so alt. Aber es kann genauso so aussehen nach einigen Jahrzehnten. Das ist jetzt ein Urban Village in China. Also es gibt nicht den Slum, wie es die UN nennt und wie ich es ablehne, es zu nennen. Denn es ist ein abschätziger Begriff. Wir sagen meistens informell gebaute Siedlungen oder Städte, die natürlich jetzt so wie in China da 14-geschossige Gebäude hinstellen mit Bauunternehmen und so weiter. Dass die natürlich nicht alle Sicherheitscodes einhalten, ist auch wieder klar. Aber das Bild der informellen Stadt ist absolut breit. Nach UN Habitat leben ja irgendwie da 900 Millionen Menschen in informellen Siedlungen oder Slums und die sehen völlig unterschiedlich aus und die Dynamiken sind völlig unterschiedlich, die Selbstorganisationen sind sehr unterschiedlich, also es gibt da viele Kulturen. Und wenn man jetzt mal guckt, also Sie wissen alle, Urbanisierung 6,5 Milliarden in 2050, jetzt 1 Milliarde leben in diesen Siedlungen
Und wir wissen im Moment nicht, was die Hochrechnungen sind. UN Habitat hat aufgehört, zu versuchen zu berechnen, wie viele Menschen des Urbanisierungsprozesses zukünftig in informell gebauten Siedlungen oder sogenannten Slums leben werden. Diese Zahlen gab es noch um 2000, da hieß es 3 Milliarden 2050. Inzwischen gibt es keine Zahlen mehr. Und wir vermuten, dass da auch ein politisches Kalkül dahinter steckt. Es können auch 3 Milliarden sein, wir wissen es nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass es dieses Hauptwachstum der Städte natürlich in Asien und Afrika passieren wird. Das ist dann diese Hockeykurven sind da am ausgeprägtesten, weil es bei uns da ja relativ ruhig zugeht, selbst in Lateinamerika nur noch geringes Wachstum. Wenn man jetzt mal guckt, was wir für Planungskapazitäten weltweit haben, das sind so Zahlen, also es gibt in Großbritannien kommen 38 Planer auf 100.000 Bürger im Land. In Nigeria sind es 1,4 und in Indien 0,23. Also die Ungleichheit, die wir nicht nur im Materiellen haben, existiert auch in der planungsoffiziellen, formalen Planungsintelligenz auf der Welt. Also dass Planer dafür ausgebildet werden, unsere Städte irgendwie zu formen oder besser sich entwickeln zu lassen, ist natürlich dann in diesen Ländern, wo es am meisten wachsen wird, Nigeria wird eines der bevölkerungsreichsten Länder auf der Welt werden in Zukunft, ist die ganz gering ausgeprägt. Also da ist auch ein Gefälle da. Nun führe ich Sie in zwei Beispiele und da geht es jetzt um Partizipation und Politik letztendlich. Und damit werfe ich zwei Fragen auf. Einmal Medellin, Kolumbien, die bekannt dafür ist, als innovativste Stadt der Welt vor ein paar Jahren gekürt worden und die ihre sogenannten Armensiedlungen mit hochmodernen Hochseilbahnen verkehrstechnisch versorgt, die sehr gute Nachrüstungsprogramme haben, Bibliotheken bauen etc., Parks direkt neben sehr früher konfliktträchtigen Siedlungen haben, Museen bauen, die sie anbinden, sehr fortschrittlich sind, die wächst weiterhin diese Stadt und sie haben keine Rezepte für dieses Wachstum. Wir haben ausgerechnet, dass bis 2030, also in den nächsten 12 Jahren, 60.000 mehr Menschen in diesen Hängen bauen werden und die bauen so. Also sie haben vielleicht jetzt ganz gute Rezepte, die Stadt umzubauen, aber für dieses Wachstum, selbst in einer Stadt in Medellin, wo fantastische Planer und Architekten sind, haben sie keine Rezepte für dieses Wachstum. Und 200.000 Menschen, die dort leben, sind im Moment von Erdrutschen gefährdet. Das sind meistens Menschen in selbstgebauten Siedlungen. Also diese Verbindung, Klimawandel, erhöhte Starkregenereignisse, mehr Erdrutsche, größeres Gefälle zwischen Arm und Reich, Leute, die sich kein Haus leisten können, die sich dann ihre Wohnung verlassen müssen in Medellin, Kolumbien, Bürgerkrieg, sind die meisten Flüchtlinge. Bleibt nichts anderes übrig, als in den Hängen zu bauen, wo keiner bauen will, weil sie erdrutschgefährdet sind. Die werden jetzt teilweise zwangsumgesiedelt, aber man weiß, dass man nicht 200.000 Menschen zwangsumsiedeln kann. Das funktioniert nicht. Wir haben dann mal so ein Projekt gemacht mit einem Think Tank vor Ort, Urbam, und was es Alternativen sein könnte. Wir haben dazu, springt nicht nach vorne, jetzt springt er. Aha, er mag nicht. Gucken wir mal von Hand, jawohl. Wir haben dann mit ganz vielen Bürgern vor Ort gesprochen. Es gibt Bürgerorganisationen, Initiativen und so weiter. Es gibt Theatergruppenvereine für ältere Personen, die sind sehr gut organisiert. Es gibt auch einen Herrn, der Bäume pflanzt und die Hänge sicherer machen will. Und vor allem diese Menschen wollen dort oben wohnen bleiben. Sie wollen nicht weg. Sie wissen, dass es dort riskant ist. Wir hatten dann Alternativszenarien entwickelt, 4 oder 5 Pilotprojekte, wie man die Hänge besser stabilisieren könnte, wie man vor Erdrutschrisiken warnen könnte, wie man auch gewisse Einkommensmöglichkeiten wieder schaffen würde und haben das auf sehr sanfte Art vorgeschlagen. Wir waren von der Stadt beauftragt, vom Bürgermeister. Und das Ende vom Lied war, dass der Bürgermeister an diesen sehr sanften, weichen Methoden nicht so interessiert war. Er wollte eine Ringbahn bauen in den Hängen von Medellin. Die hatten irgendwie 160 Millionen Dollar, also die Stadt ist nicht arm, und wollte diese Ringbahn bauen und damals ging unser Projekt nicht mehr weiter. Also es war dann
Das war eher, wollte, der Bürgermeister wollte etwas Profilträchtiges setzen. Zweite Geschichte. Aha, der mag meine PowerPoint nicht so. So. Wir gehen nach Haiti, völlig andere Nummer, wesentlich ärmeres Land. 2010 war dieses entsetzliche Erdbeben, 80% der Menschen, der Gebäude in Port-au-Prince, Haiti wurde zerstört. Ich glaube, Sie müssen drauf drücken. 680.000 lebten in Zelten. 2011, die sogenannte International Community hatte ein Jahr nach dem Erdbeben noch kein einzig neues Haus gebaut, trotz obwohl $1 Milliarde versprochen waren. Nächstes bitte. Dann waren wir hinzugezogen, auch mal so eine Modellsiedlung zu entwickeln. Da sehen Sie Bill Clinton und dem damaligen Präsidenten Martelli, wie sie den Grundstein für eine neue Siedlung legen. Am selben Tag, wie dieser Grundstein gelegt wurde, hielten wir eine Präsentation, dass diese Siedlung, bitte als nächstes, die stellten sich natürlich so etwas vor, schöne neue Häuschen. Nächstes, dass diese Siedlung in einem Überflutungsgebiet lag. Und zwar direkt in der Hurricane Alley, also da am Meer. Und es gab auch schon Karten, die schon früher gemacht wurden, die, Sie sehen, dieses Dunkelblau heißt, ja, relativ riskant, was heißt relativ riskant, alle 10 Jahre überflutet. Und es wurde dann auch tatsächlich gebaut und es waren nur 400 Häuser, 86.000 waren obdachlos, 400 Häuser. Das war auch dann in den Magazinen. Die Häuser wurden übrigens ohne Abwasser und Trinkwasser gebaut. Es ging darum, diese Häuser hinzustellen und ein schönes Foto zu machen. Sie sehen da die Siedlung. Nächstes. Gleichzeitig, wie wir, das sind diese, die haben da aufgeschüttet und jetzt sieht man schon das stehende Wasser, das nicht weg kann an dieser Stelle. Nächstes. In derselben Zeit, 2011, entstand eine neue Siedlung, 14 Kilometer weg vom Stadtzentrum. Damals waren es etwa 30.000 Menschen, die da anfingen, ihre eigenen Häuser zu bauen. 30.000 gegen 400 Häuser. Die haben dieses Gelände besetzt, die haben ihre eigenen Häuser gebaut, sie nannten es Kanaan, das Land, das gelobte Land. Und inzwischen, nächstes bitte, ist Kanaan eine der größten Städte von Haiti. Dritte, viertgrößte Stadt, so etwas. Also das war vor der Geländebesetzung, da gab es zwei Flüchtlingscamps. Nächstes. Das ist heute. Also er streckt sich von da bis dahinter. Und wir hatten dann angefangen mit Regine Keller und der TU München und Johann Christian Hannemann, ich weiß nicht, ob er da ist, da hinten ist er, der könnte da viel mehr erzählen, an dieser Siedlung zu arbeiten, weil wir gesagt haben, da muss man dran arbeiten. Forget die paar 400 Häuser von irgendwelchen NGOs, die da schöne Fotos machen wollen, sondern wir müssen den Leuten beim Selbstbauen helfen. Und dann gingen Studierende der TU hin, ohne Fördergelder und halfen damit in der Urbanisierung. Johann Christian Hannemann könnte Ihnen einen zweistündigen Vortrag halten, der steht da hinten mit dem Bad. Der war, ist die tragende Persönlichkeit von dem Ganzen, der weiß alles. Und für mich dient dieser Fall immer dazu, dass wir eigentlich anders denken müssen, anders vorgehen müssen, was Partizipation heißt. Und nächstes bitte, damit möchte ich auch schon schließen. Also so sieht diese Stadt, das ist vor ein paar Jahren aufgenommen, die Leute fangen an, selbst zu pflanzen. Nächstes bitte. Und das sind die Arbeiten so, da sehen Sie einen Johann Christian rechts im Bild. Nächstes bitte. Und die Frage ist, was jetzt mit dieser Beteiligung und der Politik, wenn wir zum Schluss kommen als letztes. Also in beiden Fällen waren irgendwie so, das haben unsere politischen Führer so im Kopf, wie die neuen Städte aussehen sollen. Und es funktioniert überhaupt nicht. Man muss völlig umdenken. Und nächstes bitte. Und ich weiß noch nicht, wie man dahin kommt, dass man sagt, es muss ein wesentlich bescheideneres Modell sein, es muss ein wesentliches Modell sein, das die Bürger tief mit einbezieht im Bauen, die wollen das ja bauen, und in bessere Bahnen zu lenken. Und wie man zu diesem Modell kommt, dass die das auch in den Köpfen haben, da stehe ich noch vor einem Rätsel. Vielen Dank.